Hallo. Rotom? Rototom? Nee, auch nicht. Okay. Haben wir sonst noch was, was sie hier vielleicht, das können wir untersuchen. Was ist das? Fass das lieber nicht an! Okay. Das sieht aus wie ein, wie eine Werkzeugkiste aus. Die wird bestimmt gebraucht, um die Forschungsgeräte richtig einzustellen. Okay. Hier steht etwas. Gefährlich. Carlos meinte, dass er an Motoren forscht. Es wundert mich daher nicht, dass hier jede Menge gefährliches Zeug herumsteht. Was ist denn dieses Viereck-Ding da? Ein Ersatzteil vielleicht. Oder irgendein Prototyp, wer weiß. Carlos führt sich ja viele Versuche durch. So, uns scheint hier aber nichts zu sein. Tut ein Don. Hier oben auch nicht. Na dann. Na dann gehen wir weiter. Ist das? Achso, nichts. Okay. Hallo? I see you figured out the passcode. I thought it'd be beyond you, but you've passed the test. I'll give you that much credit. So, welcome to my laboratory. Who's this weirdo? You must be Wallace. It's nice to meet you. Let me know if I can help you with anything. Great, I'll do that. However, since I am researching Pokemon cells, I'd prefer it if your healthy-looking Pikachu helps me out with something. Do what? Do you think you would be willing to soak in a tank for about a month or so? No way. I think that's a little... I'm just joking. Not funny at all! Alter. Das ist halt echt komischer Typ. Fühlt sich überall wohl. Interessant. Hey, hallo. Keine Reaktion. Zwei hier in der doppelten Leistung. What the fuck? Hey, Mitodos. Es scheint mich nicht zu hören. Durchaus beeindruckend, wie du mein Rätsel gelöst hast. Du hast mehr drauf als erwartet. Oh, Tim Ottmann war der Name, richtig? Ja. Freut mich, dich kennenzulernen. Ottmann, den Namen habe ich doch erst kürzlich in der Zeitung gelesen. Ja, wirklich? Ottmann ist eben ein sehr geläufiger Name. Tim, hättest du dir nicht einen besseren Decknamen einfallen lassen können? Den hast du mir doch gesagt, du Stück! Den hast du dir doch überlegt, Pikachu! Oh, Tatsache! Womit genau befassen Sie sich im Rahmen Ihrer Zellforschung eigentlich? Oh, Monozyto und Mitodos können in jeder beliebigen Umgebung überleben. Ich versuche herauszufinden, worin dieser Umstand begründet liegt. Können Sie mir mehr über die Pokémon Monozyto und Mitodos erzählen? Monozyto und Mitodos sind zwei Arten von Pokémon, die telepathisch kommunizieren. Ich versuche ihre Signale ebenfalls zu empfangen, aber bisher leider ohne Erfolg. Menschen sind dazu vielleicht einfach nicht imstande. Okay. Was hast du mir zu sagen? How about you try your luck? What's it gonna be? Heads or tails? Kopf. Oh, well, that's just bad luck.
You guessed wrong. Habe ich jetzt recht gehabt? Der Cheater, ey. Monocito und Mitodos verständigen sich angeblich telepathisch. Mitglied des PLC-Forschungsteams sperrte den Garten ab, nicht sehr umgänglich. Betreibt Zellforschung, hat Pikachu Angst eingejagt und damit verärgert. Der sieht auch schon so aus, weiße. So ein richtiger Spacko ist das. Schwimmen in einer Nährlösung, scheinen uns nicht zu hören. Kommunizieren angeblich telepathisch. Schwimmen in der Nährlösung, reagieren nicht, wenn man sie ansprechen will. Kommunizieren angeblich telepathisch. Okay. Gucken wir mal, ob wir nochmal mit denen kommunizieren können. Diese Kollegen beherrschen also Telepathie? Lass uns doch mal gleich austesten. Monocito, Monocito. Zito. Na, was sagst denn? Sieht aus, als wäre mein Gedanke angekommen. Wie sind die Methodos so? Zito. Ach, sie haben zwei separate Denkapparate? Und sie wechseln ständig das Thema? In den beiden Denkapparaten laufen wohl unterschiedliche Gedankengänge ab. Was weißt du über Wallace? Sito! Er ist etwas distanziert, den Eindruck hatte ich auch. Kannst du mir mehr erzählen? Monocito! Er ignoriert eure Versuche, mit ihm zu kommunizieren? Das ist sicher keine Absicht und liegt eher an seiner Unfähigkeit zur Telepathie. Mal gucken, was die mir zu sagen haben. Mitodos! Wo kommt diese Stimme her? Mitodos! Du warst das. Dann war das eben Telepathie. Was kannst du mir über Wallace erzählen? Mitodos! Für einen Menschen ist Wallace echt klug. Er beherrscht aber noch nicht die einmal Telepathie. Ich soll dir jetzt nicht mehr deine Zeit stehlen. Ich soll dir weiter zuhören. Uff, ich komme da nicht mehr hin. Was weißt du über Monocito? Mitodos! Sie sind Meister der Telepathie und langweilen alle im Raum mit ihrem Gerede? Von ihren spannenden Geschichten bekommst du einfach nicht genug? Aus dir werde ich einfach nicht schlau. Sehr gut. Sehr gut. Ja, sehr gut. Ja dann. Tschüss. Verwirrend. Ja. Jetzt haben wir das gesamte Personal kennengelernt. Um ehrlich zu sein, machen auf mich alle einen etwas verschrobenen Eindruck. Ich frage mich, ob einer von ihnen etwas unserem Fall zu tun hat. Ja, wir müssen herausfinden, ob einer von ihnen etwas mit der Ampulle zu tun hat. Wir stehen noch ganz am Anfang, aber wir finden es sicherlich heraus. Und verdächtigst du irgendjemanden? Wer ist Hauptverdächtiger? Jemand anderes sagst du also? Ihr Sprich bei mir klingt ähnlich, nur ohne Telepathie. Ja gut, ne? Und verdächtigst du irgendjemanden? Dorothy. Wie heißt es so schön? Zwei Dumme, ein Gedanke. Genau das dachte ich mir auch. Lass uns diese Person mal im Auge behalten. Apropos, sollte nicht auch Ninas Experiment bald anfangen? Los, lass uns schnell in den Garten gehen und nachsehen. Oh yeah. Cliffy? Okay. Huch. Brr, mir ist plötzlich eiskalt den Rücken runtergelaufen. Oh, jetzt ist es schon wieder passiert. Was ist wieder passiert? Du hast doch auch gespürt, wie es einen Moment lang kalt wurde, stimmt's? In diesem Forschungsinstitut kommen unheimliche Dinge dieser Art öfter vor. Ich bin zwar Wissenschaftlerin, aber ich stehe auch auf Gruselgeschichten. Deshalb verfasse ich Berichte über diese Ereignisse. Okay. Schuckschuck. Potrott. Ach, Potrott ist süß. Schon wieder ein Reinfall. Was ist denn passiert?
Was ich auch versuche, die Medizin will sich einfach nicht orange färben. Sobald die Farbe und der Geruch stimmen, wäre sie reif für den Markt. Wenn Sie möchten, kann ich Ihnen gerne helfen. Echt? Mit deiner Hilfe schaffe ich es bestimmt. Du hast schließlich das Rätsel von Wallace gelöst, um an den Zugangscode zu kommen. Für das Experiment benötigen wir 2 Arten von Beeren, sowie irgendeine Flüssigkeit. Wie gelingt Ninas Experiment? Können Sie mir mehr Details erklären? Ich möchte 2 Beeren mischen, um einen orangen Farbton zu erzeugen. Beeren findest du, wenn du Bäume im Garten schüttelst. Wir züchten hier zu Forschungszwecken Orange also, ja? Ja? Hast du Hunger? Ich langsam auch. Ich wollte auch nicht mal so lange machen, tatsächlich. Genau, alle Mischungen, die ich bisher ausprobiert habe, hatten eine seltsame Farbe. Wenn sich jedoch nur jemand mit Mischung von Farben auskennen würde. Hier! Ich bin gestaltungstechnischer Assistent, ich kann das! Welche Art von Flüssigkeit brauchen Sie? Mir geht es darum, Geschmack und Geruch der Medizin ein wenig abzumildern. Die Ergebnisse meiner frühen Experimente habe ich in einer Tabelle zusammengetragen. Du kannst sie gerne benutzen, vielleicht hilft sie dir ja irgendwie weiter. Du hast noch nicht genug Inhaltsstoffe? Wir brauchen 2 Arten von Beeren, sowie irgendeine Flüssigkeit zu mischen. Hunger, ich habe eine Packung Kekse gefuttert. Ja, geil. Okay, nehmen wir mal hier. Hau Ruck. Grüne Beere. Und Pikachu wollte irgendwas von mir. There are times when cautious effort is needed the most, you know? Gut, Pikachu. Genau das wollte ich. Hoppla. Rote Beere. Hey, Tim. Ja, was? Um Nina bei ihrem Experiment zu helfen, brauchen wir zuerst die richtigen Zutaten. Genau, Beeren und eine Flüssigkeit. Die Beeren gibt es hier im Garten. Das Problem ist die Flüssigkeit. Wirf einen Blick auf Ninas Testergebnisse für verschiedene Flüssigkeiten. Danach schlage ich vor, wir sammeln einfach alles auf, was wir brauchen, ja. Puh. Blaue Beere. Der Tank enthält wohl Wasser zum Gießen. Ich nehme eine Probe für das Experiment mit. Okay. Gucken wir erstmal hier rein. Wir haben was Neues über Nina erfahren. Und zwar, wir assistieren bei ihrem Experiment. Da haben wir unsere Beeren. Rot, blau, grün, Wasser vom Tank, Testergebnisse. Grasextrakt stinkt noch mehr, Nährlösung riecht angenehmer, Wasser keine Veränderungen, bitter und seltsame Farbe. Heißt das, wir brauchen Nährlösung? Ich meine, dann riecht es angenehmer. Aber es verändert halt nichts. Oh, wollt ihr helfen mit den Experimenten? Let's head over to where Nina is. Auf zu Nina. Ich stehe kurz vor dem Durchbruch. Ja, die Sinebeere konnte ich tatsächlich auch benennen, aber die anderen beiden auch nicht. Haben Sie was dagegen, wenn ich ein wenig herumexperimentiere? Tu dir keinen Zwang an. Okay. Nina has been busy doing research on how to make medicine with the help of Shuckle. It seems that she's mixing liquid with 2 different berries to make the medicine. So we want to make an orange colored medicine now. How will we do that?
We've decided to use these berries. Oh, great. Let's start the experiment. Auf geht's. That's the wrong one. Sorry about that. Hoppla. We've decided to use... Oh. Jo. Right. Let's start the experiment. Das wird aber nur gelb sein, ne? Nicht mal. What the hell? Ich versuche einfach rum. Oh. Ja. Great. Let's start the experiment. That's the wrong one. Sorry about that. Also die Farbe kommt schon besser hin. Wir brauchen eine andere Flüssigkeit. Bitter und seltsame Farbe, ey. Kaffee. Wo bekomme ich eigentlich Kaffee her? Gibt es hier irgendwo eine Kaffeemaschine? Warte mal. Warte mal. Vielleicht hier drin? Dürfte ich bitte eine Kaffeemaschine haben? Jo! Wie kann ich behilflich sein? Deine Aufgabe ist es, die Mitarbeiter des Instituts bei ihrer Arbeit zu unterstützen. Meine Kollegen freuen sich bestimmt alle über etwas Hilfe. Mir kannst du übrigens behilflich sein, indem du mir Müll zum Experimentieren bringst. Ich untersuche mit maschineller Hilfe, wie gut sich die Reststoffe verschiedener Müllsorten filtern lassen, wenn man sie zuvor von Deponitox verfüttert hat. Okay. Willst du die Filtermaschine ausprobieren? Ja. Mit welchem Müll willst du experimentieren? Mit der Batterie. Gut, lass uns mit dem Experimentchen anfangen. Leg bitte den Hebel um. Willst du den Hebel legen? Ja. Werfen wir einen Blick auf die Auswertung. Die Reststoffe wurden kein bisschen gefiltert. Dank dir konnte ich wertvolle Daten sammeln. Falls du noch mehr Müll findest, bring ihn bitte mir. Okay. Hey, Tim. Tim? More I look at it, the more impressive this machine becomes. Let's push this button. Okay. What's this? It's pulling me in! So. A bolt? Oh. Heuripika. Of no brilliance. Eigentlich wollte ich jetzt, Wo kann ich speichern? Ich weiß nicht, wo ich speichern kann. Ah, wenn ich einen Raum verlasse, speichert automatisch. Okay. Thank you.